Ich möchte heute Morgen etwas aus der Praxis zeigen. Und zwar, es ist einfach so, es gibt einen Unterschied zwischen dem Gläubiger, wenn er neu zum Glauben kommt, wenn er wieder geboren wird. Ich weiß von mir noch gut, wie das damals war, wenn du in der ersten Liebe für den Herr Jesus brennst, wenn du kaum aufzuhalten bist und dann, wenn du im Laufe der Jahre diese wunderschöne Haltung leider oft verlierst, auch, ich sage es mal so, ein Stück der Naivität, wo du alles rosig siehst und wunderbar, wenn das einfach weggeht und du den Kampf des Glaubens erlebst, wenn du die Enttäuschungen im Reich Gottes siehst, wenn du siehst, wie hier letztendlich das alles ein Krieg ist zwischen Licht und Finsternis und wir stecken mitten dazwischen drin und da kracht es eben. Und dann kommt natürlich noch das, dass man dann erst langsam lernt, dass eben kein neutrales geistliches Leben gibt, sondern dass jeder Mensch aus seinem Glaubensleben von seinem Charakter geprägt ist, von seiner Vergangenheit, ist ganz wichtig, von seiner Psyche, jeder hat andere Psychostruktur, von seinem Umfeld, von seinem Werdegang, wie er zum Glauben kam, wie er durchgekommen ist, aber auch von seinen Schwachstellen. Jeder von uns hat Schwachstellen. Das siehst du einfach und Gott erzieht und behandelt jeden individuell. Insofern können wir uns nie vergleichen. Und schlimm wird es, wenn zum Beispiel ein Perfektionist auf einen Phlegmatiker trifft, weil die versteht sich dann gar nicht. Gell? Und da musst du immer sagen, wir müssen uns einfach einhämmern, es gibt keine neutrale geistliche Welt, sondern immer nur eine individuelle. Und zu dieser individuellen Welt gehört eben das, was Gott mit mir persönlich tut. Und da gehören meine Anfechtungen, meine Kriege, meine Kämpfe dazu. Aber genauso gehören da deine Kämpfe, deine Anfechtungen und deine geistlichen Kriege dazu. Und wir müssen einfach lernen von der Schrift her, das ist die einzige Quelle, die uns ohne Irrtum das klarlegt, was hier ist, dass wir lernen, hier richtig zu reagieren. Weil die Bibel sagt klipp und klar in 1. Petrus 5, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, dass er uns zu Fall bringt. Und das ist kein Spaß, sondern das ist ein Krieg. Und von daher müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier nicht in eine Falle gehen. Hebräer 13, 7 sagt, gedenket an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Damit sagt die Bibel klipp und klar, es spielt gar keine so große Rolle, wie du zum Glauben kommst. Es spielt gar keine so große Rolle, wie das positiv und gut angefangen hat. Das ist wunderbar, ohne das ging es ja nicht. Aber die Bibel sagt, das Ende ist der entscheidende Punkt. Und ich habe es ja schon mal erklärt, ich habe ein Buch bekommen von jemand, seltsam, der glaubt, dass man nicht abfallen kann und geschenkt mir ein Buch, wo nur der Abfall beschrieben wird. Das war schon seltsam. Und der sagt, von 10 Leuten, die begonnen haben, Gott zu dienen, führende Leute, er hat hier von den Predigern gesprochen, sagt, da sind nach 30 Jahren noch einer übrig. Er sagt, die anderen sind alle zu Fall gekommen. Das hat mich schon ein bisschen schockiert. Aber es ist ein Krieg und es geht letztendlich um Kopf und Kragen, sagt man im Volksmund. Das muss uns klar sein. Hebräer 3, 14. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen. Und jetzt ei bitte, wenn ihr das Wort wenn in der Bibel seht, dann unterstreicht es, weil das ist dann der Bezug zum vorigen Teil. Also wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn, das ist die Bedingung, wir die anfängliche Zuversicht, die erste Liebe, das Aufbrechen, das Wunderbare, bis ans Ende standhaft festhalten. Wenn wir das nicht tun, kriegen wir ein Problem. Und zwar 2. Korinther 4, 7, da zeigt uns Paulus etwas ganz Einfaches. Er sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind immer noch im Fleisch. Wisst ihr, das ist das, was, wenn ihr das wunderbare Gleichnis lest vom barmherzigen Samariter, dann seht ihr, der Tod ist in Sünde und dann kommt der barmherzige Samariter, der Herr Jesus, und gießt ihm Öl und Wein in seine Wunde, Bild für die Wiedergeburt, bringt ihn in die Herberge, das ist die Gemeinde, der Wirt der Herberge, der Heilige Geist ist da, der ihn dann pflegt. Und dann sagt er was ganz Interessantes. Ich gebe dem Wirt 2 Denare, das ist Geist und Seele, die jetzt hier zu Lebzeiten erlöst sind. Der Geist direkt, die Seele optional, ich zeige gleich, wie das geht. Aber der Körper, sagt er, der 3. Denar für den Körper, den kriegst du erst, wenn ich wiederkomme. Von daher haben wir das Problem, dass unser Körper eben zerfällt. Wisst ihr, wenn ich in den Spiegel gucke, da guckt mich ein alter Mann an. Und dann gucke ich auf mein Alter, dann habe ich einen Schock. Wisst ihr, das muss zuerst mal in die Birne rein, dass das so ist.
Aber das ist halt so. Unser Körper verfällt. Irgendwann ist aus. Versteht ihr? Und das kommt vom Sündenfall. Wunderbar ist, dass mein Geist errettet ist. Ich bin wieder geboren. Und dass mein Seelenzustand, das sind die Kämpfe, von denen ich heute reden möchte, das ist einfach der Kriegsplatz, das ist der Kriegsschauplatz, das ist die Front. Und dass Gott uns ein vollkommenes Opfer gegeben hat, dass wir hier richtig reagieren können, obwohl wir genügend Fehler machen. Aber solange wir in diesem Körper sind, das sagt Paulus ganz klar, wunderbare Herrlichkeiten in einem irdenen Gefäß. Solange wir in dem irdenen Gefäß sind, haben wir einfach diesen Kampf und diesen Krieg. Und der hört nicht auf bis zum Ende. Darum müssen wir bis zum Ende überwinden. Das sagt die Bibel ganz klar. Das kommt vom Sündenfall. Ihr kennt alle 1. Mose 3. Die Bibel sagt klipp und klar, dein erster Vater hat gesündigt, Adam. In Adam sterben alle. Das ist einfach Tatsache. Beim Sündenfall ist der Geist des Menschen erstorben. Und das ist auch der Grund, warum letztendlich jeder, egal wie er auferzogen worden ist, ob er gut oder weniger gut auferzogen worden ist, ob er mehr oder weniger gesündigt hat, er ist einfach verloren, weil er einen toten Geist hat. Darum kommt der Herr Jesus und musste uns retten, dass wir wieder geboren werden, dass der Geist wieder lebendig wird, wenn nämlich der Heilige Geist in uns einzieht. Und das ist das Wunderbare. Aber, obwohl wir Kinder des Teufels waren und tot in Sünde, mit der Rettung sind wir Kinder Gottes, ist doch etwas noch von dem übrig. Und zwar in unserem Körper, in unserem Fleisch ist das Alte noch da. Und das ist das, was die Bibel immer sagt, Geist und Fleisch, dieser Zwiespalt. Das ist auch der Kampf. Wandle ich im Geist, wirkt die Seele nicht das Böse. Wandle ich nicht im Geist, wirkt die Seele das Böse. Ist einfach Fakt, auch bei Gläubigen. Es gibt Gläubige, die sagen, wir sind keine Sünder mehr. Das ist Verstellung her richtig, aber in der Praxis ist es ganz einfach so. Es passiert ja bei Gläubigen teilweise schlimmere Dinge wie bei Ungläubigen. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Wisst ihr, und bei Gläubigen bist du viel mehr enttäuscht, weil du erwartest ja, dass das nicht passiert. Und wenn es dann doch passiert, dann bist du enttäuscht. Ist normal. Jetzt kommt natürlich nur das Zweite. Wir sind im Umfeld, das zur Zeit, also es ist wie ein Luftballon, den man aufbläst. Wo ich zum Glauben kam, war der Luftballon schon ein bisschen aufgeblasen, aber in keinster Weise so wie heute. Und zwar 1. Johannes 5, 19. Wir wissen, das ist wichtig, wissen, nicht fühlen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Das heißt, diese Teufelei, diese dämonische Welt wird durch die antichristlichen Kräfte und weil der Teufel jetzt das Kommen des Antichristen vorbereitet, wird die immer dämonischer, immer teuflischer. Wisst ihr, ich habe gestern wieder gelesen, ich muss sagen, ich habe so einen Schock. Wie kann ein normaler Mensch, der ein Hirn hat, ich gehe mal davon aus, dass jeder normale Mensch ein Hirn hat, das einigermaßen funktioniert. Wie kann man so dumm sein, wie kann man so vernebelt sein, so dämonisiert sein, dass man von dieser antichristlichen Obrigkeit, die, und ich spreche jetzt nicht von Deutschland, sondern von der ganzen Welt, dass man so einen Dreck wie Gender annimmt. Wisst ihr, jeder Wissenschaftler sagt dir, es gibt nur zwei Chromosome, XX und XY. Es gibt nur Mann und Frau und nicht 67 Geschlechter. Das ist alles Teufelei. Aber was muss passieren? Das gab es zu meiner Zeit, als ich zum Glauben kam. Unmöglich, sowas. Wisst ihr, heute ist das der Normalzustand. Wenn du dich dagegen stellst, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker, dann bist du ein Schwurbler, dann bist du ein Böser. Wisst ihr, die Welt hat sich völlig verändert. Der Luftballon wird aufgebläht. Die Welt wird immer teuflischer, immer böser. Jetzt kommt natürlich die Folge. Also werden wir auch immer stärker angegriffen, weil wir sind, Anführungszeichen, normal. Der Normale kriegt ein Problem in der Endzeit. Und jetzt brauchen wir natürlich höchste Weisheit, wie man hier reagiert. Wisst ihr, und Epheser 2 erklärt nochmal, wie der Teufel das bei den Menschen macht. Epheser 2 ab 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wisst ihr, da siehst du, wie der Teufel arbeitet. Er arbeitet über Gedanken. Er nimmt das Fleisch, da sitzt ja die Sündenatur drin, und schickt die Gedanken. Und so stachelt er die Menschen auf. Und je mehr die dämonische Aktivität in der Endzeit zunehmen, je mehr wird das Fleisch der Menschen aufgestachelt, je mehr werden sie hier letztendlich
ich sage es mal so, hochgezüchtet, anders kann man es nicht sagen. Jetzt kommt das Nächste. Die Bibel sagt, Johannes 8, 44, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Römer 3, 4, alle Menschen sind Lügner. Jetzt geht der Teufel hin und schießt diese Lüge in eine Seele, die selber lügnerisch ist, immer mehr hinein. Und dann beginnen die Menschen, die nicht wiedergeboren sind, diese Lügen zu glauben. Je mehr die diese Lüge glauben, je mehr kommt dieser antichristliche Geist, je schwerer wird es für uns. Weil jetzt entsteht um uns herum ein Szenario, das erstens dämonisch, das erstens bösartig und das sündhaft und das dreckig, das in jeder Beziehung bös ist und uns angreift. Das greift uns an, das kann man einfach nicht sagen. Jetzt sage ich es mal ganz hart, du hast im Endeffekt heute mehr Angriffe und auch mehr Anfechtungen, wie du hattest, bevor das war. Das ist einfach Fakt, weil es ganz viele Dinge gab es nicht. Wisst ihr, wo wir geheiratet haben? Ich hatte nicht einmal ein Telefon, könnt ihr euch das vorstellen? Handy gab es gar nicht, gab es nicht. Und ich hatte kein Telefon. Wenn ich telefonieren musste, musste ich ungefähr 1,1 Kilometer laufen zu einer Telefonzelle. Könnt ihr euch das vorstellen? Heute hat jeder dieses teuflische Instrument namens iPhone oder Smartphone in der Hosentasche, wo du die ganze Hölle, alles Dämonische, natürlich auch das Gute, du hast ja auch Predigten drauf, aber du hast das Teuflische, auch diese Vermischung, du hast das im Hosensack. Wisst ihr, und heute ist eine Generation, die ist nur geprägt vom Bild, nur geprägt von diesem Zeug. Gab es früher nicht. Versteht ihr? Durch das haben wir jetzt Anfechtungen. Du musst jetzt die Leute sagen, wie geht man mit sowas um? Du musst die Leute sagen, wie geht man hiermit um, dass du dich nicht versündigst? Wie geht es? Du musst gucken, dass du nicht völlig digitalisiert wirst, weil das will der Teufel, dass er Offenbarung 13 herbeiführen kann, dass du nur noch kaufen oder verkaufen kannst, wenn du letztendlich digitalisiert bist. Wisst ihr, das ist ja kein Spiel, das ist ein teuflischer Plan, der hinausläuft, dass der Antichrist kommt, dass wir völlig gepackt werden. Das ist einfach ein Fakt. Was natürlich jetzt wunderbar ist, jetzt können wir ja sagen, aber wir doch nicht. Das stimmt. Und zwar Titus 3, 3 bis 7. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wir sind, und das zeigt die Bibel nochmal ganz klar, 1. Korinther 12, 13, in den Leib Christi hineingetauft. Und Kolosser 2, das ist eine ganz wichtige Stelle auch für uns, ab 13, da zeigt die Bibel, was passiert ist, als wir gerettet wurden. Aber jetzt pass auf. Du fühlst das nicht, das ist das Problem. Wir sind Gefühlsmenschen, wir wollen alles fühlen. Und das nutzt der Teufel gnadenlos aus. Und er lügt uns übers Gefühl an. Er hat schon Isaak angelogen und hat ihm gesagt, das ist Esau, dabei war es Jakob. Dreckig, ohne Ende. Und dann sagt Isaak was Interessantes. An der Stimme hätte ich ihn erkannt. Nämlich die Stimme ist das Wort Gottes. An dem kannst du erkennen, aber sonst nicht. Und da sagt er jetzt ganz einfach was. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und als er so, ihr müsst aufpassen, so, wisst ihr, was heißt? Es geht bei der Wirksamkeit dieser Herrschaft und Gewalten, die er entwaffnet hat, geht es um das so. Sie arbeiten nämlich über unsere alte, unerlöste Sündenatur. Ist euch klar? Die arbeiten mit dem. Wenn du das denen wegnimmst, wenn du völlig gereinigt bist durch Jesu Blut, völlig in Christus bist, annimmst, dass du mit Christus gekreuzigt bist, hat die Finsternis keinen Millimeter Zugriff. Das ist Fakt. Er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben, das Kreuz. Und Johannes 17 zeigt dann etwas, das muss uns klar sein. Wisst ihr, wenn du denkst, wir sind wie diese Welt, dann gehst du von einer Falle in die nächste. Wir sind Sonderlinge, ist euch das klar? Wir sind eine Sondergruppe. Wir gehören nicht zum Teufel, seinem System. Und die Bibel sagt klipp und klar in der Versuchungsgeschichte Jesu in Lukas 4, dass Gott praktisch dem Teufel die Vollmacht gegeben hat über alle diese Herrschaftsstrukturen. Das heißt, die ganze Welt wird heute vom Teufel beherrscht. Und da gehören wir aber nicht dazu. Der Herr Jesus hat es nochmals in Johannes 17, ab Vers 14, deutlich aufgezeigt, indem er sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie.
denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. In 1. Petrus 2,11 sagt die Bibel, wir sind Fremdlinge auf Erden. Das heißt, wir gehören da nicht dazu. Jetzt sagt der Jesus klipp und klar, die Welt wird dich hassen, sobald du dich klar aufstellst zum Herr Jesus, klar aufstellst zur Sünde, klar aufstellst zu diesen ganzen Verführungen, auch zu den göttlichen Ordnungen. Der wird schon gehasst. Ist normal. Er sagt, ist normal. Haben sie bei mir auch gemacht. Wisst ihr, jetzt ist das aber logisch. Je weiter diese Teufelei sich ausbreitet, je stärker wird der Hass auf uns. Wisst ihr, und natürlich, auch, je weiter sich das ausbreitet, je mehr kommt Epheser 6 ab 10. Das muss uns klar sein. Das war früher nicht so krass wie jetzt. Das nimmt zu. Er sagt hier ab 6, wir sollen stark sein, der Macht seiner Stärke, die Waffenrüstung anziehen, wegen den Kunstgriffen des Teufels. Also nochmal, damit wir uns richtig verstehen, der Teufel geht 99% nicht direkt vor. Das macht er dann in Nordkorea, das macht er im Kommunismus, das macht er, wo er das machen kann. Das macht er aber auch teilweise hier in der westlichen Welt, wo eine freimaurerische und letztendlich auch, ich sag's mal so, nicht sichtbare Machtstruktur hinter der Kulisse da ist. Aber jetzt sagt er, denn unser Kampf, und das steht im Griechischen ein Wort, das geht schon in Richtung Nahkampf. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Da steht gegen die Bevollmächtigten, Exousias. Das heißt, das dürfen die, ihr versteht es, die dürfen das ist das Schlimme. Aber bei uns dürfen sie nichts, wenn wir es ihnen nicht erlauben. Nochmal, da haben wir uns das gleich klar einhämmert. Der Teufel kann uns nur das antun, was wir ihm erlauben. Ein Gläubiger ist nochmal völlig geschützt, völlig von dem außer vor. Nur wenn wir so dumm sind, dass wir dem Teufel eine Einwilligung geben, dann kracht es halt. Gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Weltbeherrscher, da steht im Griechischen Kosmokratoren. Es gibt schon Spielzeug, wo du die Kosmokratoren sehen kannst. Das sind Dämonen. Kannst du kaufen. Ist verrückt. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und das Problem ist ganz einfach die Lüge. Der Harald hat uns gelesen, 2. Korinther 11,3. Der Teufel versucht uns anzulügen. Die Menschen lügen uns an. Die Lüge ist allgegenwärtig. Und dann kommt es, dass der Teufel dann versucht, sowohl Menschen als auch unsere Seele zu missbrauchen, dass er uns verführen kann. Das heißt, er schiebt uns in falsche Dinge rein, er lügt uns an. Wisst ihr, das ist mir doch auch nicht klar. Aber jeder Gedanke, der konnte, müsste ich im Prinzip hingehen und Filter vorschalten und sagen, wer lügt mich jetzt gerade an, wer schickt mir den Gedanken? Gott, ich selber oder der Teufel? Aber so kannst du ja nicht leben, so statt verrückt wäre. Gell? Aber das ist Fakt, er lügt uns dauernd an. Und wenn wir im Worte bleiben, sagt die Bibel, das ist der Schutz, dann werden wir es durchschauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil, jetzt kommt natürlich etwas durch diese ganzen Zustände, und da darf man jetzt keine heile Welt aufbauen. Der Harald hat ja gesagt, man darf hier nicht naiv sein. Apostelgeschichte 14, 22, das ist einfach Fakt. Und mit dem muss man leben. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie. Da steht das milde Wort für ermahnen. Es gibt ja zwei Worte. Das heißt einmal Parakaleo. Das Para heißt auf die Seite. Kaleo heißt reden. Er nimmt uns ganz sanft auf die Seite und redet zu uns. Dann gibt es ein zweites Wort, nuteteo, das heißt, er redet uns ins Gewisse. Hier ist das Sanfte gemeint. Er mahnte sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagte ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Wisst ihr, das ist das Problem. Anfechtungen, Kämpfe, dieser ganze Druck auch von der Welt, aber auch der Druck von unserer Seele, die meistens was anderes will, was Gott will, das ist normal. Wisst ihr, das ist ein Spannungsfeld. Ihr müsst euch einfach vorstellen, wenn ihr jetzt mich sehen könntet innerlich, dann würdet ihr drei Dinge sehen. Ihr würdet meinen Geist sehen, dann würdet ihr der Heilige Geist drin sehen, wiedergeboren. Dann würdet ihr meine Seele sehen, das ist Kriegszustand, und dann seht ihr meinen Körper. Und das Problem ist, die Seele steuert den Körper. Und zum Körper gehören die Augen, die Ohren, die Sinne, die Gedanken. Da gehört das alles dazu. Wandle ich jetzt im Geist, dann prägt der Heilige Geist meinen Seelenbereich und dann wird alles, was hier kommt, vom Geistlichen kontrolliert. Dann habe ich Sieg. Dann habe ich Sieg über Anfechtung, Sieg über Sünde. Wenn ich aber ins Fleisch zurückfalle, in meine Seele,
dann kocht halt das Alte hoch. Und dann kann der Teufel mich zu Dingen bringen, auch als Gläubiger, die ich eigentlich gar nicht will. Das ist das, warum der Paulus schreit. Warum schreit der? Wisst ihr, wir denken ja immer, Paulus, der perfekte Mann, war er ja auch für seine Verhältnisse. Wisst ihr, er wird gesteinigt und steht auf und predigt, halb tot. Der Mann war nicht aufzuhalten. Und trotzdem muss er in Römer 7 sagen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Denn ich tue nicht, was ich will. Versteht ihr, diesen Kampf kriegen wir nicht los zwischen Seele und Geist. Den haben wir, bis wir sterben oder bis wir entrückt werden. Der ist einfach da. Und jetzt kommt einfach, da kommt die Bedrängnis her. Wenn man jetzt naiv ist und denkt, oh, ich will die Anfechtung nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich bin auch manchmal so, dann muss ich einfach sagen, Entschuldigung, es geht nicht weg, weil ich bin ja noch im Fleisch und ich bin ja Gotteskind und ich lebe in der dämonischen Welt. Also muss ich den Krieg annehmen, dass er halt so ist. Dabei ist das ja noch das Harmlose. Wenn du dann mal 2. Timotheus 3,12 anziehst, das haben wir bisher nicht. Das haben die Geschwister im islamischen Raum, das haben die Geschwister in Nordkorea, das hatten die Leute in der DDR, das hatten die Leute im Kommunismus. 2. Timotheus 3,12. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Jetzt erklärt er warum. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Das heißt, dieses Umfeld der Welt, dieses teuflische Umfeld, letztendlich wird vom Teufel benutzt und je nachdem, wie sie seinen Plan reinpasst, fängt er dann eine Verfolgung aufzubauen. Wisst ihr, ich möchte hier niemand Angst machen, aber ich schließe nicht aus, dass das bei uns auch kommt. Wisst ihr, wir haben humanistische Diktatur, das ist einfach Fakt. Auf der ganzen Welt, sobald du dich im Geringsten gegen die humanistische Struktur stellst, das heißt, weißt du, Humanismus? Humanismus heißt, der Mensch ist Gott, ist Götzendienst. Der Mensch ist im Mittelpunkt, nicht Gott. Darum kommt auch Gender und diese ganzen Dinge, wenn man den Menschen nur noch in den Mittelpunkt stellt, sobald ich dich da dagegen stellst, kriegst du ein Problem, weil du stellst dich gegen das System. Und da wird systematisch ein System aufgebaut, das der Mensch in den Mittelpunkt stellt und wenn du dich dagegen stellst, bist du ein Böser. Versteht ihr? Das ist Teufelei. Aber es gibt was Zweites, Lukas 13,11, das hat auch mit dem Sündenfall zu tun. Sie hatte 18 Jahre, 6 plus 6 plus 6, eine Geisterkrankheit. Das gehört auch dazu. Wisst ihr, und dass diese antichristlichen Kräfte, ich möchte jetzt euch nicht verrückt machen, aber dass manche Krankheiten systematisch herbeigeführt werden und dass wir riesengroße Interessengruppe haben, die gar kein Interesse haben, dass wir gesund werden, sondern die immer wollen, dass wir immer schön langsam so halbkrank sind, dass sie ihr Geld an uns verdienen, das ist einfach Fakt. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, dann musst du sagen, Entschuldigung, wo bin ich gelandet? Ganz einfach. Dort, wo Lukas 4 sagt, in dem Vollmachtsbereich des Teufels. Das ist einfach Fakt. Trotzdem, sagt Gott, ist die Obrigkeit wichtig. Trotzdem, sagt Gott, ist die Obrigkeit gegeben, Ordnung aufrechtzuerhalten. Trotzdem ist die wichtig. Aber, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das siehst du auch in Daniel 2 und 7. Gott gibt manche Obrigkeiten auch als Gericht. So haben wir den Hitler bekommen. Wir haben ja lange überlegt, wie sagen wir den Hitler? Hitler ist eigentlich relativ einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir haben so ein verklärtes Bild von der Erweckung, von der Heiligungsbewegung, die ab 1870 über ganz Deutschland ging. Was die wenigsten wissen, das Kaiserreich war massiv geprägt von Spiritismus. Das deutsche Kaiserreich war geprägt vom Spiritismus, das wissen die Leute nicht. Ich habe es jetzt mit Entsetzen wieder gelesen, ihre Studie. Und zwar, da hat jemand Karl May untersucht, und hat in dem Zug erklärt, warum hier überall der Spiritismus aufblitzt. Und hat klipp und klar gezeigt, das war der Normalzustand im Deutschen Kaiserreich. Da war Frömmigkeit und Spiritismus, die waren nebeneinander. Wisst ihr, und darum auch konnte das Deutsche Kaiserreich diese Todsünde begehen, dass sie den Türken geholfen hat, oder den Osmanen damals geholfen hat, 1,8 Millionen Armenier oder zusätzlich 1 Million Aramäer und 500.000 Pontus-Griecher umzubringen. Es sind fast 3 Millionen Gläubige, die man umgebracht hat, weil nicht alle gläubig waren. Da waren Teile auch orthodox, gell? Also einfach, aber das Christentum umzubringen. Woher kommt das? Das kommt daher, dass der Geist dieser Welt teuflisch ist. Das muss uns einfach klar sein. Und nicht jede Obrigkeit ist zum Säge. Und ich bin dann zum Schluss gekommen, wir haben das bekommen, der Hitler, wegen dem Kaiserreich. Und dort ist eine systematische Obrigkeitshörigkeit installiert worden. Dass man mich richtig versteht. Ich bin
ein Freund von Bismarck. Bismarck hat mich immer fasziniert. Aber ich muss sagen, bei allem Guten, was da war, Wilhelm II. Hat es dann, was Bismarck Gutes installiert hat, hat er entgleisen lassen. Und Wilhelm II. War ein völliger Chaot. Da gab es einen kleinen Vorfall in China. Die sind ja verrückt gewesen, die Preußen. Die haben in China preußische Städte gebaut am Strand. Da stinkt ein bisschen Preußen in China. Und dann ist was passiert, haben sie einen Statthalter umgebracht. Dann hat der Wilhelm allen Ernstes den Befehl gegeben, der deutsche Wehrmacht geht nach Peking und macht Peking dem Erdboden gleich. Die Offiziere haben dann zur Vernunft gebracht. Aber da siehst du einfach, da war schon etwas da. Und aus dieser Situation raus und als Gericht für die Sünde, die wir begangen haben, auch die Ausrottung der Hereros, hat Gott uns wohl einem Mensch wie einem Hitler, der dämonisiert war, preisgegeben. Wenn du das einmal siehst, da wird es ja schwindelig. Und jetzt hatten wir lange Zeit der Ruhe und jetzt kommt dieser antichristliche Geist plötzlich zurück. Und sind wir alle geschockt, dass der zurückkommt. Der war immer da, der täuscht, der lügt, der lullt uns ein, der wiegt uns in Sicherheit, dass wir denken, oh, ist doch alles wunderbar, wir haben eine schöne Demokratie, alles wunderbar. Dahinter ist immer dieser antichristliche Geist, immer sind seine Menschen, die er hier gezüchtet hat, sind da und führen das immer herbei, wenn es passt. Ist er, und da wird dann 2. Timotheus 3, 1 bis 8 geboren. Ihr müsst es einmal in Ruhe lesen. Da wird der Endzeitmensch geboren. Ein Mensch, der teuflisch ist, ohne Ende. Der wird geboren. Und ich lese uns mal bloß 2, 3 Dinge. Und wenn ihr das lest, dann merkt ihr, das ist der Normalzustand heute. Der wird unter anderem über die Medien herbeigeführt. Der wird über die Erziehung herbeigeführt. Der wird durch den Zeitgeist herbeigeführt. Da benutzt man alle diese teuflischen Dinge, um das zu installieren. Er sagt, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Die Menschen werden sich selbst lieben. Und bei den schlimmen Zeiten steht dasselbe Wort wie für die 2 besessenen Gadarener. Die Menschen werden sich selbst lieben, und da steht immer seelisch lieben, Phileo. Geldliebend sein oder geldgierig, prahlerisch. Überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht. Da steht ohne Kontrolle. Also sie können sich nicht mehr kontrollieren. Gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben, wieder seelisch, das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein der Gottesfurcht. Deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Das ist der Endzeitmensch, der wird geboren. Das heißt, um uns herum wird die Welt immer teuflischer, die Menschen werden immer teuflischer, immer verlogener. Und das Ganze gibt ein Szenario, wo auf dem Höhepunkt, die Bibel nennt es Matthäus 24, 12, die Gesetzlosigkeit. Sie sagt klipp und klar in 2. Thessalonicher 2, aus dieser Gesetzlosigkeit kommt dann, wenn der Höhepunkt erreicht ist, der Gesetzlose hervor, nämlich der Antichrist. Das ist das Ziel. Wisst ihr, wir haben heute schon eine Entwicklung. Ich sage es mal so, ich bin froh, dass manche von unseren Brüdern gestorben sind. Wenn die das sehen würden, würde die Ohnmacht fallen. Die sind ja viel mehr noch geprägt wie wir von der Zeit. Wenn die sehen würden, was heute möglich ist, die würden die Ohnmacht fallen. Würden die nicht aushalten. Gell? Und jetzt muss man einfach das sehen. Es sind diese Teufeleien, die hier der Teufel installiert. Und jetzt kommt etwas. Und das ist das, was wir nicht sehen, auch nicht fühlen. Wir können das nur von der Schrift lokalisieren. 2. Korinther 10, 4. Obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn unsere Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören, jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Der Teufel arbeitet über Gedanken. Er erzählt dir Storys über dich. Er erzählt dir Storys über deine Mitmenschen. Er erzählt dir Storys über andere, über Gläubige, über Ungläubige. Er erzählt dir Storys über die Welt. Er erzählt dir lauter Zeugs. Und du musst einfach damit rechnen, dass es gelogen ist. Es ist einfach gelogen. Was will er mit dem? Er will, dass du eine falsche Reaktion aufbaust dem gegenüber.
aus einer Verzweiflung raus. Und die will er zu einer Festung machen. Das heißt, das ist, eine Festung muss man schleifen. Wisst ihr, was Schleife ist? Die muss man niedermachen. Das heißt, er versucht bei dir Gedanken so stabil zu machen, dass du nicht mehr rumkommst. Ich nenne es immer Schallplatte, dass du nicht mehr um die Gedanken rumkommst. Du sagst immer, die meinen jetzt alle böse mit mir. Du sagst immer, ich bin der Letzte, ich bin der Schwächste. Wisst ihr, das bläut er dir systematisch ein, wo deine Schwachstelle ist. Und ein anderer, der die Schwachstelle nicht hat, der sagt dir, du bist der Schönste, der Reichste und der Klügste. Wisst ihr, wenn der da bei Hochmut auffällig ist, dann schmeichelt er ihn und streichelt ihn und hätschelt ihn und pusht ihn hoch. Er macht es immer so, wo deine Schwachstelle ist. Dann lügt er dich an, dass das wirklich furchtbar ist. Jetzt sagt die Bibel, du musst diese Festungen niederreißen. Die Gedanken machen dich kaputt. Und da kommt jetzt natürlich was dazu. Dass der Teufel das erreichen kann, hat er ein Mittel, das ich mit das Schlimmste und das Schrecklichste finde, von den ganzen teuflischen Angriffen. Das steht in Offenbarung 12, Vers 10. Das ist ganz wichtig. Da heißt nämlich im B-Teil, hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Ihr müsst euch das so vorstellen. Der Teufel selber geht hin, verführt dich durch eine Lüge, indem er dir seelisch ein Bedürfnis einredet, das du gar nicht hast, oder dich einfach reizt und dass du deinem Fleisch nachgibst. Er versucht dich zu verführen, dass du hier irgendetwas tust, was vor Gott nicht in Ordnung ist. Und das ist bei uns relativ leicht, das herbeizuführen. Und dann, wenn du es getan hast, dreht er sich rum. Der Initiator, der dir das untergejubelt hat, geht rum und verklagt dich vor Gott für das. Ist furchtbar. Und dann kriegst du ein furchtbares, schlechtes Gewissen. Und wenn du jetzt nicht anfängst, biblisch zu handeln, dann kann er dich über diese Verklagungen zerstören, systematisch. Er macht dich kaputt über diese Gedanken. Und da gehst du kaputt. Und das hast du in der ersten Liebe nicht, damit man es richtig versteht. In der ersten Liebe, ich bin nicht nur auf Wolke 7, ich bin auf Wolke 70 geflogen. Versteht ihr? Ich bin nur noch geistlich dahin geflogen. Und in dem Moment, wo dann der erste Absturz kam, dann hatte ich einen Schock. Inzwischen bin ich schon so oft abgestürzt, dass ich sage, naja, der Absturz ist der Normalzustand. Mir sagen oft die Leute, du lebst in einer heilen Welt. Und das sagt mir nicht nur aus der eigenen Familie, das sagt mir in der Gemeinde, das sagt mir auch, das hat mir schon meine Kollegen unterwegs gesagt, Karl, du lebst in einer heilen Welt. Das ist alles viel schlimmer, als du denkst. Die lügen dich an. Und die Kollegin, die das mir gesagt hat, ist genau die, die mich mit dem Schlimmsten angelogen hat und reingelegt hat. Das war hochinteressant. Die hat gewusst, von was sie redet, gell. Sie hat mir später mal gesagt, weißt du, Karl Hermann, jetzt kann ich dir ja sagen, wir haben dich ausgetrickst hier und da, wir haben Betrüger und alles und haben dich einfach ins Leere laufen lassen, dass du es nicht gemerkt hast. Gell, dann stehst du dann da und sagst, bitte, es war ich böse gegen dich, weißt du, das ist halt, mir es halt braucht. Gell. Merkt ihr? Ich habe keine Ahnung gehabt, ich habe geglaubt, das ist doch lieb und das ist doch gut, ich meine es doch gut. Wunderbar. Dreck war's. Wisst ihr, so ist es. Wir müssen einfach anfangen, die Naivität zu opfern und uns bewusst sein, auch die Verklagung, wo der Teufel uns verklagt. Und jetzt kommen die Gläubigen und sagen, der hat doch recht, wenn er mich verklagt. Also wenn ich jetzt eine Sünde begehe, dann ist das richtig. Aber dass mich der Teufel verklagt, das ist nicht richtig. Versteht ihr? Wenn ich eine Sünde begehe und ein schlechtes Gewissen kriege und gehe zum Herr Jesus und lasse mich reinigen durch sein Blut und gehe zum Vater im Himmel und bitte ihn, reinige mich durch Jesu Blut, dann ist es vorbei. Wie wenn es nie geschehen wäre. Und immer wenn ich das mache, dann kommt der Teufel und redet mir, es ist immer noch da, es ist immer noch da, es ist immer noch da. Versteht ihr? Das ist die Teufelei. Ich bin ein Typ, wenn ich dann unter Druck komme und denke, es ist nicht weg, es geht nicht weg, es geht nicht weg, dann entweder explodiere ich und reagiere ganz radikal oder lass mich gehen. Das ist mein Charakter. Ein Phlegmatiker sagt, naja, dann ist halt so. Versteht ihr? Jetzt ist die Frage, was besser ist. Gell? Manchmal habe ich die Phlegmatiker schon beneidet, haben gesagt, die haben diese Emotionen wie ich nicht. Die springen nicht mit dem Kopf gegen die Wand. Ich bin auch ein Typ, wo dazu neigt, den Kopf an die Wand hinzuhalten. Wisst ihr, aber das ist normal. Ich sage es mal vorsichtig, das ist normal, außer wenn wir lernen, auf das richtig zu reagieren. Ich hoffe, dass ihr alle im Lauf eurer Bibellese schon mal Sacharja 3 gelesen habt. Sacharja 3 ist das Musterbeispiel, wo die Bibel prophetisch und schattenbildlich uns zeigt, wie man mit sowas umgeht. Ich lese uns ab Vers 1. Und er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Engel Jeschua ist ein Bild für den Leib des Christus, für die Gemeinde, die in Christus ist. Jeschua heißt Jesus. Das ist ein Bild für die Gemeinde. Und der Engel des Herrn ist eindeutig der Herr Jesus, kann ich relativ leicht nachweisen.
Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Wo steht er? Zur Rechte der Gläubiger, um sie anzuklagen. Da sprach der Herr zu Satan. Da steht jetzt JHWH, Omos Jehova, Jahwe, weiß ja nicht, wie der Name ausgesprochen wurde, sagt, aber auf jeden Fall ist Gott der Vater. Der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen wurde? Du bist ein Brandscheit, das herausgerissen wurde aus dem Feuer des Gerichtes bei der Wiedergeburt. Jetzt sagt er klipp und klar, Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Wisst ihr, das ist der Schlüssel. Selbst wenn du jetzt, du versündigst dich, du machst einen Fehler, du läufst dem Teufel in eine Falle, er kann dich anlügen, du machst alles falsch, was man falsch machen kann, oder auch, du fällst sogar in Sünde, dann sagt die Bibel ganz klar, der wichtigste Punkt ist hier, dass du doch vor dem Engel des Herrn stehst. Du darfst dich nie vom Angesicht Jesu verscheuchen lassen. Wenn du noch so Fehler gemacht hast, noch so sehr dich versündigt hast, der nächste Schritt muss sein, vor das Angesicht Jesu. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Reinigung durch Jesu Blut. Und zu ihm sprach er, sieh, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Feuerkleider anziehen. Ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Du wirst sofort gereinigt, kannst Gott sofort wieder dienen. Das ist die Tatsache. Das, was der Teufel dir erzählt. Du bist der Letzte, du bist der Schlimmste, du hast gesündigt. Ja, guck mal her, wie elend du bist. Du bist jetzt völlig ausgeschaltet und es geht nicht weg durch Blut Jesu. Das sind die Lügen. Das sind diese Gedankenfestungen, die müssen wir niederreißen. Wisst ihr, es ist schwer manchmal zu verstehen, dass wenn ich zum Herrn Jesus gehe, ehrliche Sünde bekenne, dass vor Gott ist, wenn sie nie gewesen wäre. Die ist weg. Ist völlig weg. Sie ist bei David. Über David sagt Gott eindeutig, er hat nie etwas getan, was nicht okay war. Könnt ihr wörtlich nachlesen, 1. Könige 14a. War es okay, dass er die Bathseba praktisch verführt hat? War es okay, dass er ein uneheliches Kind gezeugt hat im Ehebruch? War es okay, dass er den Mann umgebracht hat? War es okay, dass er dann keuchelt hat vom Propheten? Das war alles nicht okay. Aber in dem Moment, wie er kam und Psalm 51 gebetet hat, entzündige mich mit Isop, sich völlig reiniger ließ durch Jesu Blut, sagt Gott, er hat nie was getan, das nicht in Ordnung war. Wisst ihr, das müssen wir uns einbläuen. So sieht Gott uns, wenn wir kommen zum Herr Jesus und das Blut in Anspruch nehmen. Das ist der wichtigste Punkt in diesem Kampf. Wisst ihr, warum macht es der Teufel, dass er uns so ergreift, dass er uns anlügt und uns dauernd versucht, immer Zustand zu halte, jetzt kommt nämlich das Nächste, wenn du in diesem Zustand der Zerknirschung bist, dass du mit deiner Sünde nicht zurechtkommst, dann neigst du dazu, Fehler zu begehen, die du sonst nicht machen würdest. Wisst ihr, ist bei mir aufgefallen, ich bringe Reaktionen hervor oder Dinge, wenn ich völlig ruhig in Christus bin, bringe ich die nicht hervor. Wenn ich in diesem zerknirschten Zustand bin, dann mache ich Fehler. Hinterher muss ich sagen, ich habe es nicht so gemeint. Ja, was hast du denn getan? Das ist genau der Zustand. In dem Zustand versucht der Teufel, dich zu reizen. 1. Petrus 5, 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Zu dem ganzen Spiel gehört die Sorge. Dann kommt der Teufel und sagt, du schaffst es nicht. Du wirst in der Endzeit voll untergehen mit deiner Haltung. Du bist viel zu schwach. Er sagt dir, du wirst finanziell ruiniert werden. Niemand mag dich. Du bist der Letzte für alle. Versteht ihr? Er lügt, um uns Sorgen zu machen. Da machst du dir Sorgen. Ja, wie ist das? Ja, wie geht das? Ja, was soll ich tun? Je mehr du das machst, je mehr schießt er rein. Und dann begehst du nur noch Fehler. Und das ist sein Ziel. Warum? Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Nicht wie ein beißender Löwe. In Jesaja 35 steht, auf diesen heiligen Weg der Nachfolge kann kein Raubtier, auch der Teufel nicht. Er kann dir nichts tun. Was tut er? Er brüllt. Er lügt. Er benutzt nur seine Stimme. Er lügt dich an, um dich zu verschlingen. Und jetzt sagt er, dem widersteht fest im Glauben. Wir müssen dem widerstehen, so wie der Herr Jesus widerstanden hat. Wisst ihr, und der Teufel hat der Jesus in Lukas 4 und in Matthäus 4 raffiniert reingelegen wollen. Er hat gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, er war ja Gottes Sohn, dann stürzt sich von der Zinne. Und er sagt, es steht geschrieben, du darfst Gott nicht versuchen. Und dann hat er ihn noch raffinierter letztendlich reinlegen wollen, indem er die Bibelstelle nimmt, den letzten Teil wegnimmt. Er sagt, er wird die Engel senden, wenn du von der Zinne springst, dass dir nichts passiert. Es war gelogen, der letzte Teil sagt nämlich, auf deinen Wegen, nicht auf der Zinne.
Wisst ihr, du musst die Stelle einfach vergleichen als Parallelstelle, dann siehst du, dass der Teufel einfach einen Teil weggelassen hat, um der Jesus anzulügen. Er wird dich selbst mit dem Wort Gottes anlügen. Zum Beispiel kommen Gläubige, die in diesem Zustand sind, wo sie die Reinigung nicht fassen können und nicht fassen können, dass sie in Christus sind, wie wenn sie nie was getan hätten. Und dann sagen sie zu mir, wenn ich Bibel lese, mich klagt jeder Vers an. Wenn du Bibel liest und dich jeder Vers anklagt. Und du bei dem, was du, egal was du für Sünde begangen hast, zumal Jesus gekommen bist und Reinigung hast, und dich klagt jede Bibelstelle an, dann musst du wissen, es ist der Teufel. Es ist nie Gott. Er bezeugt immer die Wirkung des Blutes Jesu. Lässt in Ruhe Zachariah 3, lässt Zachariah 3 immer wieder, bis es im Schädel drin ist. Er lügt. Warum lügt er? Er will, dass wir aufgrund unserer Verzweiflung, weil die stellt sich ja dann ein. Wisst ihr, jeder Gläubige, der wirklich Gott dienen will und mit seiner Sünde oder mit seinen Fehlern, das muss ja nicht Sünde sein, es können sogar bloß Fehler sein, nicht zurechtkommt, der wird verzweifelt. Wenn du verzweifelt bist, dann machst du erst recht Fehler. Dann kann dir der Teufel jede Lüge unterschieben, dann blickst du gar nichts mehr. Und dann kommt halt das, was man letztendlich, ich sag's einmal so, Untergang nennt. Dann leitest du deinen Untergang ein. Du gehst kaputt. Und dann kommt das Trachten des Fleisches. Dann fängst du an, fleischlich, menschlich zu denken. Und die Bibel sagt, Römer 8, 7 zum Beispiel, weil das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Dann wirst du untergehen. Dann hast du keine Chance. Gell? Und das ist das Problem. Und er sagt jetzt, du musst das, was Gott dir gegeben hat, mit standhaftem Ausharren erwarten, nämlich die völlige Erlösung, die völlige Reinigung. Und du musst immer das glauben, was Gott sagt und nicht, was dein Gefühl sagt und nicht, was der Teufel sagt, weil das Gefühl lügt. Isaac, der Teufel lügt, die Bibel lügt nicht. Ihr müsst es einfach einmal glauben, dass die Bibel das wirklich so meint. Sie sagt, der Gott, der nicht lügen kann. Entschuldigung, Gott kann gar nicht lügen. Die Bibel kann keine Unwahrheit enthalten. Jetzt musst du halt nur glauben, dass das so geschrieben steht. Und jetzt sagt Bibel, Jakobus 1, 13, wenn diese Erfechtung oder diese Versuchung kommt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem Problem. Die Begierde ist in unserer Seele drin. Die ist nicht erlöst, die Seele. Ich muss jetzt mit dem Geist meine Seele kontrollieren, dass die Begierde nicht kommt. Und die kann sich auf 100.000 Dinge beziehen. Die alten Brüder haben uns immer beigebracht, die Begierde geht zuerst einmal aufs andere Geschlecht. Das ist nicht schlecht, wie Gott es gemacht hat, dass man das andere Geschlecht sucht, das ist normal. Aber sobald es in Begierde ausartet, wird es zur Sünde. Und genau das Gleiche, er sagt, das Zweite ist Geld. Es ist nicht falsch, wir brauchen Geld, dass wir leben können. Aber sobald es in Gier, Geiz oder Habgier ausartet, wird es wieder Sünde. Und das Dritte ist, sagt er, Ehre. Jeder Mensch braucht eine gewisse Anerkennung, das ist auch normal. Aber sobald du ehrsüchtig wirst, entgleist wieder. Ihr begreift, das sind die Schwachstellen. Da hat jeder andere Schwachstelle. Also wenn mir manchmal Leute erzählen, wo sie Erfechtung haben innerlich, da muss ich mich zusammenreißen, dass ich das ernst nehme, weil da habe ich keine. Wenn ich wieder Leute sage, wo ich Erfechtung habe, dann lächeln die und sagen, das ist Quatsch, was du sagst. Ich habe mal meinem Bruder 6 Stunden alle meine Sünde, alle meine Erfechtungen bekannt. Ich glaube, ich ging zurück bis 5 Jahre, so alt ich war. Der hat 6 Stunden sich das anhören müssen und der hat 6 Stunden zugehört, der hat nicht einmal zuckt. Wo wir fertig waren, da war ich gespannt auf das vernichtende Urteil und hat er einen Satz gesagt, alles Erfechtung, Ende der Durchsage. 6 Stunden für einen Satz. Die Frage ist, für wen es härtere Arbeit war, für ihn oder mich. Aber ihr begreift, der Teufel lügt, 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 lügt. Und wir müssen dann lernen, einfach nicht mehr auf das zu hören, auch nicht auf unsere Begierde zu hören, sondern auf das, was das Wort Gottes sagt. Und sie sagt jetzt ganz klar, auch Essen ist keine Sünde. Aber wenn du frisst, wird es zur Sünde. Ihr begreift. Die Bibel sagt auch nirgends, der Kreis, die sagen, du darfst keinen Alkohol trinken. Zum Beispiel, das sagt die Bibel auch nicht. Sie haben Wein getrunken bei der Hochzeit von Kanaan. Die Bibel sagt nur, du darfst nicht dich betrinken. Versteht? Das ist immer, das sind die Seite links und rechts. Und da muss man aufpassen, dass man nicht links vom Pferd fällt, indem man in die Sünde geht, und nicht rechts vom Pferd fällt, indem man überfromm wird. Beides ist falsch. Beides benutzt der Teufel, um uns zu quälen. Es kommt natürlich noch was, das ganz wichtig ist, aber leider auch zu diesen Kämpfen und zu diesen Erfechtungen führt. Hebräer 12, 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde.
Das heißt, wenn du eine Sünde hast, wo du anfällig bist, dann muss dich Gott erziehen. Und auch das Trostwort. Ich habe mir lange überlegt, warum hier Trostwort steht. Das heißt Trostwort. Ich hätte immer gedacht, das heißt Drohwort. Nein, es heißt Trostwort. Das Trostwort, vergessen, das zu euch als Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen bist. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Also was heißt? Es ist die Liebe Gottes, die mir manche Dinge austreibt. Dass er mir die austreiben kann, muss er es auch zulassen, dass ich in Versuchung geführt werde. Wer hat der Herr Jesus in die Wüste geführt, dass er versucht wird? Der Heilige Geist. Gott versucht niemand, aber er führt uns manchmal in Versuchung, er lässt es zu. David hat eine Volkszählung gemacht. Da sind die Leute zu mir gekommen, Gott hat David gesagt, du sollst das Volk zählen und hinterher richtet ihn. Dann sage ich, muss die Parallelstelle lesen, in 1. Chroniker 21. Dort steht nämlich, der Teufel hat ihn dazu gereizt. Gott hat ihn einfach ausgeliefert, dass der Teufel ihn reizen konnte. Warum macht es Gott? Dass ich lerne zu siegen. Versteht ihr? Das ist nicht automatisch drin. In der ersten Liebe glaubst du, das hast du in dir drin. Du brauchst überhaupt nichts tun, das kommt automatisch. Ein Dreck kommt's. Wisst ihr, warum ich in die Pfingstbewegung reingekommen bin? Wieso ich verführt wurde bis zum Kragenknopf? Soll ich euch sagen, warum? Weil ich es ganz gut machen wollte. Ich wollte es wunderbar machen. Ich wollte alles richtig machen, alles bestens. Das hat der Teufel bei mir benutzt, um mich in die Falle zu locken. Und ich habe nur ein einziger Vers missachtet. Wacht. Ich habe nicht gewacht. Das war meine Falle. Darum ist der Vers, er lässt dem Aufrichtigen gelingen, äußerst schwierig. Steht nämlich nicht in der Lehrbriefe, sondern im Alten Testament. Und da steht nämlich wörtlich, er hält für den Rechtschaffenen Heil in Bereitschaft. Da hat Luther ein bisschen uns auf eine falsche Fährte gelockt. Wisst ihr, du kannst noch so rechtschaffen sein, wenn du nicht wachst, gehst du in die Falle. Von daher ist Wache bei diesen Anfechtungen ganz wichtig. Und jetzt kommt halt was, wo Gott einfach uns auch manche Dinge austreiben muss. Und dazu muss er uns der Anfechtung ausliefern. Und das ist dann nicht negativ. Das, was ich bis jetzt beschrieben habe, sind die teuflischen Angriffe, die sind negativ. Die müssen wir durch die Waffenrüstung des Gläubigen, durch den Glauben, die müssen wir durch das Wort Gottes abwehren, wie es der Jesus gesagt hat, es steht geschrieben. Aber das, was ich jetzt mache, das ist die zweite Form der Anfechtung, die hat einen positiven Hintergrund. Psalm 119, 67. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Bist du so heilig und so gut, dass du nicht mehr gedemütigt werden musst? Habe ich auch mal geglaubt. Ich habe gepredigt. Wunderbar. Ich ging aus der Versammlung raus und sagte, das Wort ist gelaufen. Wunderbar. Und die Brüder sind gekommen und haben gesagt, wir schicken diese Kassette, 70 Stück aufs Missionsfeld. Das war wunderbar. Wunderbar. Ich bin dann leider nicht heimgefahren, sondern wir haben noch die Burg Liebezell besichtigt. Ich habe nur die Bilder. Ich bin noch nicht einmal oben auf der Burg gewesen, hat es in mir schon immer geheißen, du hast einen Fehler gemacht, du hast einen Fehler gemacht. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, ich mache doch keinen Fehler. Du hast einen Fehler gemacht, und was für einen. Dann bin ich heimgefahren. Ich hatte keine schöne Besichtigung der Burg, ich hatte keine schöne Heimfahrt. Ich habe das Auto auf der Randstein raufgefahren, habe schon oft erzählt, bin rausgehechtet, bin hoch, habe mein griechisches Wörterbuch rausgerissen und guckt, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ich hatte einen Fehler. Jetzt musste ich den Brüdern schreiben. Brüder, was ich gesagt habe, hat alles gestimmt. Aber ich habe eine falsche griechische Formulierung verwendet. Hiermit entschuldige ich mich und ich gebe euch einen Beileger für eure Kassette, wo drauf steht, ich habe mich geirrt, ich habe einen Fehler gemacht, bitte legt die bei. Wisst ihr, was das ist, menschlich gesehen? Demütigung. Mit dem hat er mir der Irrtum ausgetrieben. Seit der Zeit weiß ich, ich muss vorher genau gucken, bevor ich irgendwas sage. Wisst ihr, das muss er machen. Das ist nicht von Gott her eine Strafe, sondern das ist wunderbare Erziehung. Das ist Hilfe für uns, dass wir zurechtkommen. Und jetzt kommen wir natürlich zum Schlimmsten. Jetzt sage ich doch immer, ich verstehe doch das alles und wieso und ich bin doch ein Hocherleuchteter. So denkt ja der Gläubige, versteht ihr? Aber manchmal sind wir nicht erleuchtet, sondern haben höchstens eine kleine Funzel. In 1. Korinther 4, 4 steht nämlich, denn ich bin mir nichts bewusst, also das Bewusstsein, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Geschwister, können wir das akzeptieren als Gläubige? Ich blicke es nicht. Wenn der Herr mir nicht hilft, blicke ich es nicht.
Müssen kann nicht hingehen und sagen, weiß ich doch alles. Zum ersten Leute kommen und sagen, ich muss nicht mehr in die Bibelstunde gehen, ich weiß doch alles. Und ich sage, wunderbar, du weißt alles. Hier, du weißt gar nichts. Und ich weiß auch nichts. Wisst ihr, ich habe bis heute Morgen, bis kurz vorm Frühstück, habe ich geglaubt, ich habe das richtige Thema. Wisst ihr, dass ihr mir das glaubt, da ist ein anderes Thema. Das wird jetzt abgelegt. Wisst ihr warum? Weil es falsche war. Warum habe ich mich geirrt? Also Gott hat mir durch diese Kämpfe, diese Woche, Hölle auf Erde, anders kann ich es nicht sagen, hat er mir mehr beigebracht, wie wahrscheinlich seit Jahren. Ich habe es gebraucht. Arm dran sind immer die, die dann in meinem Umfeld sind, die das auch abkriegen. Gell? Das tut mir immer leid, gell? Aber ist halt so. Hosea 2,16. Das ist die Stelle, die ich muss sagen, ich finde sie wunderbar, aber sie gefällt mir auch nicht. Die Bibel sagt nämlich, es werden Tage kommen, von denen sagst du, sie gefallen mir nicht. Jetzt erklärt die Bibel, was Gott macht. Mir zum Gute, nicht negativ. Darum sieh, ich will sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Er führt uns in die Wüste, dass er zu unserem Herz reden kann. Was bedeutet das? Wenn er uns nicht in die Wüste führen würde, wäre unsere Seele, unser Bewusstsein so stark, dass wir Gott gar nicht zuhören würden. Wir würden nicht zuhören. Dass er endlich uns so weit kriegt, dass wir ihm zuhören, führt er uns in die Wüste. Jetzt sagt er, ich will sie locken. Das ist nicht böse. Er lockt uns sogar in die Wüste. Ich will ihr von dort, von der Wüste, vom Angriff, von den Kämpfen, von das, was ich sage, Hölle auf Erde kann das sein, aus ihre Weinberge wiedergeben, das Arbeitsfeld. Ihr das Tal Achor, das verfluchte Tal, zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort in der Wüste, wenn es dreckig geht, singen soll wie in den Tagen ihrer Jugend, wie an dem Tag, als sie aus Ägypten zog, da kommt die erste Liebe zurück. Dazu muss er mich in die Wüste führen und locken. Wisst ihr, wenn mir jetzt ein Gläubiger sagt, das ist ja wunderbar, mir gefällt das, dann muss ich sagen, jetzt hast du mich schon wieder gelogen. Ich kenne keinen, dem das gefällt, oder? Wem gefällt denn das? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das nicht. Aber ich gebe Gott recht, dass es wohl notwendig ist. Aber gefallen tut es mir nicht. 1. Timotheus 6,9, ganz zentrale Stelle. Und zwar, das ist oft so, dass Gott hier wirklich Dinge tut, die kaum fassbar sind. Und zwar, da heißt es, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen bereitet. Wisst ihr, ich sage es nochmal, wir brauchen Geld. Wir müssen leben. Aber die Bibel sagt, Geldgier wird zur Falle. Ich habe auf der Bank gearbeitet, ich könnte euch über Geld ein Buch schreiben. Ich habe mal gesagt, ich schreibe ein Buch, wo ich in Ruhestand bin. Also meine Kollegen kommen und haben gesagt, tu es nicht, du kriegst 25 Verleumdungsklagen. Dann sage ich, also gut, ich tue es nicht. Wisst ihr, wenn du mal siehst, ich habe Leute gesehen, hochkarätige Ärzte. Ich habe Unternehmer gesehen, ein Unternehmer. Wenn ich euch den Namen sagen würde, würde ich den kennen. Der stand vor mir wie ein Drogensüchtiger, so zitternd. Geben Sie mir einen Tipp. Der wollte einen Aktientipp, der wollte spekulieren. Ich habe gesagt, ich habe keinen. Der ist fast zugrunde gegangen, weil er was wollte. Und jetzt sagt die Bibel, lass dir an dem Vorhandenen genügen und Gott wird dich versorgen. Regel das mit Gott, ohne Gier. Er macht das, er macht keinen Fehler. Ich habe es immer wieder gesehen, wenn ich Geld gebraucht habe oder irgendwas war, wo ich irgendwas gebraucht habe. Auch Gemeinde haben wir das gesehen. Wenn es notwendig war, plötzlich ging die Tür auf und es hat geklappt. Solange wir es mit Gott abmachen. Wenn wir aber sagen, ich glaube, dass Gott mich nicht so versorgt, wie ich will, jetzt muss ich selber was tun, dann wird es schwierig. Jetzt kommen wir noch zum Punkt, der ist vielleicht der dramatischste. 2. Korinther 1,3. Ich habe wegen dem jahrelang Wahnsinnserfechtungen gehabt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wisst ihr, was es heißt? Ich muss manche Erfechtungen, manche Dinge durchleben, dass ich einem anderen helfen kann, wenn der in Nöte kommt. Versteht ihr? Und da kann man nicht immer sagen, Herr, warum lässt du das zu? Das ist jetzt böse. Das ist so, es ist die Fürsorge. Er bereitet mich für meinen Dienst zu, indem er dich
und mich Dinge erleben lässt, die du nicht willst. Guck, ich habe jahrelang die Heilsgewissheit verloren gehabt. Ich bin am Rand des Wahnsinns gehockt. Ich habe ein Glück, dass ich klein bin. Das hat mir das Leben gerettet. Wisst ihr warum? Nicht nur bei der Kellertreppe in Häusern, dass ich den Kopf nicht einziehen muss, sondern was ganz anderes. Ich habe eine unsinnige Ehrgewohnheit. Wenn ich verzweifelt bin, werfe ich ruckartig den Kopf nach hinten. Und ich saß auf dem Sofa und habe immer meinen Kopf ruckartig hintergeworfen. Und der ist immer gerade dann unter der Simse drunter gepasst. Wäre ich ein bisschen größer geworden, hätte ich mir wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Platzwunde geholt, indem ich den Schädel da und den Simse angeschlagen hätte. Wisst ihr, aber ich habe das fast nicht ausgehalten, wo das rum war. Mit einem Schlag war das rum. Ich kann heute noch erzählen, wie das war. Ich kann dir jeden Satz, jeden Gedanke kann ich noch sagen, den ich gebetet habe, was ich gemacht habe. Ich habe einen heiligen Zorn bekommen und innerhalb von einer Sekunde war das Ding weg. Dann muss ich ja fragen, wieso hast du das dann gehabt? Wenn 100 Leute zu mir kommen und wollen Hilfe, dann sind 99, die das Problem haben. 2. Korinther 1. Manche Erfechtung brauchst du. Du brauchst manche Erfechtung, dass Gott dich zurechtbringen kann, dass er dich erziehen kann. Und du brauchst manche Erfechtung, dass er dich zubereiten kann für den Dienst. Die Erfechtung, die du nicht brauchst, ist die, wo der Teufel dir schickt. Die kannst du wegwerfen. 2. Korinther 7, 4. Paulus, der das alles durchlebt hat bis zum Wahnsinn. Und der sagt dir, werdet meine Nachahmer. Ich bin mit Trost erfüllt. Da steht Parakalese, wieder Parakaleo, dieses Weiche. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Paulus sagt, darin fließe ich über. Kann das sein, dass ich in den ganzen Kämpfen vor Freude überfließe? Weißt du, wenn du zu mir als Haustier kommst, wenn ich gerade solche Kämpfe habe, dann hast du keinen schönen Anblick. Da hast du niemanden, der vor Freude überfließt. Dann kann es sein, da kommt von mir vielleicht auch eine Reaktion, wo du sagst, ja, wie kann der Karl Hermann so reagieren? Naja. Aber bei Paulus war es so, er sagt, in allen diesen Bedrängnissen hat er überfließende Freude. Wie geht es? Das ist ja jetzt die Lösung. Jetzt habe ich ja nur die Probleme geschildert. Das ist ja die Frage, wie geht die Lösung? 1. Johannes 3,8, das ist schon mal ein Zentralvers. Denn der Sohn Gottes ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wisst ihr, ich habe Zeiten, da bete ich das massiv, Herr Jesus, zerstöre die Werke des Teufels bei mir. Und bei anderen, zerstöre die Werke des Teufels. Wir müssen diese vollkommene Erlösung in Anspruch nehmen. In dem Moment, wie wir im Glauben, der Herr bittet, dass er die Werke des Teufels zerstört, wird er es tun und wird diese Werke des Teufels in unserem Umfeld und bei uns selber kaputt machen. Und dann haben wir wieder Sieg. Da gehört aber dazu, 1. Johannes 1, 7 bis 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. In 7 steht, wenn wir im Lichte wandeln, reinigt uns das Blut. Das heißt, ich muss kommen. Ich darf mich nicht vom Teufel so weit bringen lassen, dass Prediger 8,3 geschieht, dass ich vom Angesicht Jesu verscheucht werde. Das will er nämlich, dass ich vom Angesicht Jesu wegkomme. Und dann muss ich lernen, Römer 6, 6 bis 11, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Wisst ihr, bei mir ist es manchmal so, jetzt begehe ich eine Sünde und dann kann ich hin und sage, Herr, reinige mich mit deinem Blut. Jetzt muss ich im Glauben mich draufstellen, selbst wenn mein Gefühl sagt, das ist nicht weg, das weg ist. Da muss ich sagen, und dass das mir nicht ein zweites Mal passiert, ich nehme an, dass ich mit dir gekreuzigt bin. Woher weiß ich das? Nur aus der Schrift. Was sagt mein Gefühl? Das Gegenteil. Sagt das Gegenteil. Wisst ihr, ich bin Feuerkopf. Ich sage es einmal ungeschützt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich unemotional reagiere, ich habe einen ganz blöden Charakter. Ich habe einen Charakter, wer mich näher kennt, der weiß das, ich bin gutmütig bis zum Wahnsinn. Aber es war ja im Geschäft, gutmütig bis zum Wahnsinn, auch privat. Das heißt, du kannst mich ärgern, reizen, mir schlimme Dinge sagen, du kannst mich quälen ohne Ende. Stecke ich alles weg. Aber es gibt the point of no return, die Grenze. Wenn du die überschreitest, dann wird aus dem Lamm der Löwe. Dann springe ich dich an und beiße zu und hau dir die Pranke rein, ohne Gnade. Steht dir? Da kommen Leute und sagen, du bist doch sonst so lieb. Oder? Ja, ja. Aber versteht, das ist Charakter. Aber auch das muss Gott alles kontrollieren. Das gehört auch zur Erfechtung. Wisst ihr, dann muss man halt einfach ehrlich sein und sagen, gut, dann muss man das den Leuten erklären, sich entschuldigen, das gehört auch dazu. Und muss man ihnen erklären, guck, ich bin halt so. Gell? Naja, meine Frau hat mal zu mir gesagt, jetzt wissen die Leute, wie du bist. Und dann sage ich, ja, es hat auch einen Vorteil. Gell?
Wenn man weiß, wie die Leute sind, das hat einen Vorteil. 1. Korinther 10, 13. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr es ertragen könnt. Die teuflischen Angriffe, die Angriffe letztendlich, die auf meine Seele geht, die Gott zulässt, um mich zu erziehen, um mich zuzubereiten für den Dienst, die kontrolliert er. Gott, der Vater, kontrolliert die vollständig, dass die nie über die Grenze drüber geht, wo ich kaputt gehe. Ich muss das halt im Glauben wirklich glauben, ich muss es annehmen und muss akzeptieren und muss sagen, Herr, ich werde nicht untergehen. Und dann kommt wieder Hebräer 3, 14, bis zum Ende festhalten. Du musst einfach stur vorm Angesicht Jesu stehen bleiben und Hebräer 6, 11 sagt, du musst stur unterbleiben, stehen bleiben, nicht weichen und die Verheißungen in Anspruch nehmen. Das geht nur durch Glaube. Das geht nicht mit Wissen allein, es geht auch nicht mit Gefühl. Und jetzt kommt halt die Bibel und sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Sobald ich das wirklich annehme, dass ich den Geist des Glaubens habe, kann ich das erlösen. Und dann ist auch Epheser 4, 14, dann werde ich nicht mehr verführt. Weil der Teufel wird mich verführen, er wird mich hier in die Falle locken. Und wenn ich das dann begreife, dann verstehe ich auch Offenbarung 1, 5. Ich sage es euch gleich mal, ein ganz praktisches Beispiel. Er sagt hier, der Herr Jesus hat uns durch sein Blut gewaschen und uns zu Königen und Priestern gemacht. Könige und Priester dienen. Guckt, ich war eingeladen in eine ganz große Gemeinde, das erste Mal. Und jetzt kommt wieder der Mensch, oh, der muss aber gut sein, der muss recht sein, wieso ist das Quatsch? Entweder benutze ich der Herr oder benutze ich nicht. Wenn er dich benutzen will, ist gut, wenn er dich nicht benutzen will, hat es sowieso keinen Wert. Voll Spannung sitze ich am Tisch und ich hatte durch Handauflegung eines Pfingstpredigers aus dem Elsass, hatte ich früher Lästergedanken. Die sind dann, wo ich Buße getan habe, mich reinigen ließ durch Jesu Blut, sind die weggegangen. Und dann sitze ich bei dem Mann am Tisch und hinterher war die Versammlung und in dem Moment, wie ich da sitze, überfallen mich die gleichen Lästergedanken, die ich früher hatte. Wisst ihr, jetzt kommt ja die Panik. Soll ich jetzt zu dem Mann sagen, so ist mein Charakter, überehrlich, ich kann heute nicht predigen, ich habe gerade Lästergedanken. Er spinnt. Also bin ich hin, habe 2. Korinther 10, 4 genommen, habe diese Festung niedergerissen, habe gesagt, ich ignoriere das jetzt einfach, ich werde jetzt predigen, ich bezeichne es als Anfechtung. Man muss dann im Glauben handeln, habe im Glauben gehandelt und dann war die Lästergedanke weg und die Predigt hat durchgeschlagen. Wisst ihr, aber das muss man im Glauben tun. Wenn du nämlich das, was der Teufel dir vorlügt, glaubst und annimmst, dann gehst du kaputt. Du gehst kaputt, wenn du glaubst, was der Teufel dir sagt. Du musst das wegtun. Und dann kannst du wie ein müsst ihr in Ruhe angucken, Offenbarung 5, Abvers 9, anbete das Lamm für das vergossene Blut, für alles, was er für uns getan hat. Und jetzt kommt etwas, Geschwister, das ist, wenn du keine Erfechtung hast, wunderbar, da sage ich dir auch, oh, wow, das stimmt, das ist alles klasse. Aber wenn du mich fragst, in so einer Woche, wie ich jetzt erlebt habe, wo der Teufel nicht nur Eierfechtung geschickt hat, so 2, 3, 4, 5, ich habe sie nicht zählt, aber ich tippe auf 10, eins schlimmer wie das andere, dass du fast krepierst, zählisch, dann tust du ein bisschen schwer mit der Bibelstelle, aber ich lese uns. 2. Korinther 1, 8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in unkenntlich lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten. So habe ich das jetzt wieder erlebt. Über unser Vermögen, sodass du es nicht mehr aushältst, hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Wisst ihr, kommt die Verzweiflung, jetzt gebe ich auf, jetzt schmeiße ich alles hin, jetzt verkrieche ich mich in ein Loch. Wisst ihr, ich sage dann immer, und ich hätte trotzdem nur Beschäftigung, weil ich könnte mich schon in ein Loch verkriechen. Wisst ihr? Ich bräuchte halt ungefähr 100 Bücher, dann ging das. Gell? Und vielleicht noch einen Kaffee und eine Laugenwickle, dann wäre die Situation gerettet. Das ist aber Quatsch, versteht ihr? Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Gott muss es zulassen, dass ich nicht mehr auf mich selber vertraue, nicht mehr glaube, ich bin der Große, nicht mehr glaube, ich kontrolliere alles, sondern sage, ich bin nur ein Überlebender durch das vollkommene Opfer Jesu. Ich muss vom Angesicht Jesu stehen bleiben. Sein Opfer wirkt, ich nehme es im Glauben an und dann werde ich alles überwinden. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Er hat uns auch aus solch großer Todesgefahr gerettet. Und rettet uns noch und wir hoffen auf ihn, dass er uns ferner retten wird. Wisst ihr, ich muss im Glauben annehmen, dass mich der Herr die ganze Zeit,
so wie es in der Vergangenheit war, heute und in Zukunft retten würden. Das steht im Griechischen huomai. Das ist ein anderes Wort, wie gerettet werden, um in den Himmel zu kommen. Das steht so zu. Das huomai heißt, er rettet mich aus einer Anfechtung, aus einer Not, aus einer Teufelei, aus schlimmen menschlichen Dingen rettet er mich. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und weil wir das nicht können, muss es uns Gott beibringen. Und dazu muss er leider manchmal diese Anfechtungen zulassen. Und ich denke einfach, Prediger 10,4 ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, das ist die höchste Ebene. Also wenn du Ärger hast von Menschen, egal aus welcher Ebene, so verlasse deinen Posten nicht. Bleib vom Angesicht Jesu stehen. Bleib in Christus, lass dich reinigen. Nimm an, dass jede Sünde weg ist, die dir passiert ist. Nimm an, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Nimm an, wenn du jeden Fehler gemacht hast. Wisst ihr, wenn ich alle Fehler, die ich gemacht habe, aufliste in meinem Leben, dann muss ich manchmal sagen, was für ein Trottel warst du eigentlich? Du hast dir viele Dinge kaputt gemacht, die jetzt heute gut wären, wenn sie geklappt hätten. Vergiss es, einfach weg mit. Denn, jetzt kommt der entscheidende Punkt, Gelassenheit verhindert große Sünden. Gelassen. Ich kann sagen, du hast in der Gemeinde die Schwächste durchgebracht, dann wirst du auch mich durchbringen. Dein Blut reicht für meine Sünde 100-mal, 1000-mal, 1000000-mal. Dein Kreuz reicht für meine Schwachheit 100-mal, 1000000-mal. Du hast mir den Geist des Glaubens gegeben, ich muss es nur im Glauben annehmen und dann ist Ruhe. Dann spielt es auch keine Rolle, ob ich ein Perfektionist bin, ob ich ein Phlegma bin, dann spielt alles keine Rolle. Dann hängt alles nur ab von Hebräer 10, 10 und 14. Mit einem vollkommenen Opfer hat er uns ein für alle Mal geheiligt und zurechtgebracht. Ich muss nur beim Opfer bleiben, es annehmen und dann kommt die Seele zur Ruhe. Ich weiß nicht, wer in unserer Mitte ist, der etwas Ähnliches erlebt hat, was ich jetzt eine Woche erlebt habe. Aber in dem Moment, wie ich geistlich die richtige Haltung einnahm, kam sofort die Ruhe des Christus zurück. Sofort ist dieses teuflische Gebilde zusammengebrochen. Und jetzt musst du nur noch hingehen wie ein kleines Kind und im Glauben die nächsten Schritte tun. Wir haben den Geist des Glaubens, wir haben den Herr Jesus, wir haben ein vollkommenes Opfer, wir haben das Blut Jesu, wir haben das Kreuz, wir haben die Waffenrüstung, wir haben alles, wir können uns wehren. Aber dass ich das verstehe, muss ich mich fleißig an die Schrift halten und lesen, dass ich es auch begreife. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag, die wir alle so ferne waren. Wir sind nahegebracht durch dein kostbares und teures Blut. Du hast uns mit dir gekreuzigt. Du hast alles getan, dass unsere Seele letztendlich vom Geist beherrscht werden kann. Und du siehst, wie, solange wir im Fleische sind, diese Anfechtungen kommen. Teilweise diese Lüge des Teufels, teilweise diese Verführungen, aber teilweise auch berechtigterweise Anfechtungen wegen Erziehung oder wegen Zubereitung. Und du sagst uns in der Schrift klipp und klar, dass es nie über unser Vermögen gehen wird. Hilf uns einfach, dir zu glauben, nicht mehr unsere Gedanken, nicht mehr unsere Vorstellungen, nicht mehr unsere Gefühle, auf dass du mit uns zum Ziele kommst, dass du verherrlicht wirst, dass wir so wie Paulus sagen können, in all unserer Trübsal, in all unserer Drangsal, haben wir überfriedende Freude. Freude an dir und deinem vollkommenen Opfer und können völlig zur Ruhe kommen, trotz aller Fehler. Wir beten dich dafür an. Amen.